heisst, dass ich ein bisschen pendeln muss. Aber jetzt nach dem Finallauf kann ich nicht so in die Saison hören mit der Hürde, also muss ich noch mal laufen. Genau. Ja, und dann noch sozusagen fast in der Heimat von Jason. Das ist natürlich dann nochmal so ein kleines Züngli an der Affische. Genau, ja, da pusht natürlich auch nochmal mehr. Und eben, wenn du natürlich siehst, wie ich jetzt dran bin, so ein, zwei gute Hürdentraining, dann sieht er gerne nicht so schlecht aus für aufpassen. Jetzt sehen wir gerade noch den dritten Vorlauf, Nadia Zurlinden. Die gewinnt das Rennen vor der Eileen Rudolph, ist das, glaube ich, dann vom Athletikteam KTV Altstetten. Die beiden sind direkt im Finale mit dabei. Da haben wir Nadia Zurlinden, die ja gestern vor allem immer auf den letzten 20 Meter beim 100er noch auftreten hat und dort noch Positionen gut gemacht hat. Der 200er, der passt ihr sicher besser als der ganz kurze Sprint.